Zum Abschluss dieser Aussprache hat der Kollege Marian Wendt für die CDU-CSU das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe gehen in die richtige Richtung. Das Gesetz zur Verbesserung von Videoaufzeichnung konkretisiert und stellt klar, in welchen öffentlichen und halböffentlichen Bereichen Video überwacht werden darf. Nicht mehr und nicht weniger. Und eine Rechtsklarstellung ist vor allem immer im Sinne eines Rechtsstaates. Der zweite vorliegende Gesetzentwurf zur Einführung von Bodycams ist für mich ein wesentlicher Schritt zum weiteren Schutz unserer Polizistinnen und Polizisten. Neben auch der Zulassung von Kennzeichen, Lesegeräten und der Aufzeichnung von den Dienststellen eingehenden Anrufen komplementiert er aus meiner Sicht das Besteck der Maßnahmen, die die Polizei ergreifen kann, um ihrer Arbeit so effizient wie möglich nachzugehen. Wir, da meine ich Sie und ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben aus meiner Sicht die Verantwortung und die Pflicht, den Polizisten das Material und Rechtsinstrument sowie Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um ihre Arbeit bestmöglich erfüllen zu können. Dabei weiß ich um den Widerspruch in unserem Land in Bezug auf unsere Polizei. Tägliches Brot der Polizei ist der Schutz unseres Zusammenlebens, der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe. Einerseits wird der Polizei mit besonderem hohen Vertrauenswert in Umfragen dafür gedankt. Andererseits, und das finde ich schlecht natürlich, sind Polizisten viel zu oft Gegenstand von Pöbeleien, von Beleidigungen, von Gewalt, von Hass, von Steinwürfen, von Flaschenwürfen bis hin zu Angriffen von Molotow-Cocktails. Das Lagebild Gewalt gegen Polizisten des Bundeskriminalamtes weist für das Jahr 2015 33.000 Gewalttaten gegen Polizisten aus. Das finde ich beschämend. Vor allem finde ich es beschämend, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Menschen, nicht nur die Polizei, die Feuerwehr, das THW, die uns dienen, wir doch mit Respekt begegnen müssen. Und da kommen wir nämlich zur eigentlichen Ausgangsfrage. Wieso brauchen wir eigentlich Bodycams, wie im Gesetzentwurf vorgesehen? Weil es leider in Deutschland eine Unkultur des Hasses und der Gewalt gegen Sicherheitskräfte gibt. Und die Tatsache, dass es diese Unkultur gibt, ist völlig inakzeptabel. Und es ist völlig inakzeptabel, ob dabei die Gewalt von rechts oder von links kommt oder von vorgeblich unpolitischen Tätern. Es ist unsere Aufgabe, dieser Gewalt entgegenzuwirken. Und sie ist dabei allerdings nicht nur lösbar und begegnenbar mit Bodycams. Denn dahinter steht, hinter diesen Angriffen, eine Unkultur, ein gewisser Hass, der viel tiefer geht. Denn die Gewalt gegen Polizisten beginnt nicht bei dem Steinwurf. Sie beginnt bereits bei Beleidigungen, denen Polizisten und die Einsatzkräfte gegenüberstehen. Wo Bullenschweine oder All Cops are Bastards Rufe gang und gäbe sind oder entsprechende Plakate gezeigt werden, ist auch die körperliche Gewalt gegen Polizisten nicht fern. Worte werden Taten, denn sie erzeugen ein Klima, in dem toleriert, ja sogar akzeptiert wird, dass der Gegenüber als Mensch weniger wert ist und Gewalt gegen ihn somit gerechtfertigt wird. Deswegen sind nach meiner Auffassung, um die Unversehrtheit von Polizisten und Polizisten und uns und allen Einsatzkräften zu gewährleisten, auch Beleidigungen dieser unter Strafe zu stellen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im vorigen Jahr zum All Cops are Bastard hat gezeigt, es mangelt uns an einer gesetzlichen Grundlage, gegen diese auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Beleidigungen vorzugehen. Es ist grundsätzlich unmöglich, solche Beleidigungen individuell unter Strafe zu stellen. Und darum müssen wir uns weiterhin kümmern. Und sie werden ein weiterer Baustein sein zum Schutz unserer Polizisten und Polizisten. Dazu haben wir uns als Sächsische Union einstimmig verpflichtet. Und wir haben auch einen entsprechenden Gesetzesvorschlag
vor meinen möglichen Gesetzes neuen Paragraphen 90c mit Unterstützung der Gewerkschaft der Polizei erarbeitet. Der heutige Gesetzentwurf ist der Beginn dieses von mir skizzierten Kulturwandels und eines besseren Schutzes der Polizisten auf Bundesebene. Diejenigen, die uns schützen, und wir haben das erwähnt, wir müssen das wahrscheinlich auch auswerten auf Feuerwehr, eventuell THW oder auch Polizisten im Alltag, haben einen hohen Schutz verdient, und die hohen Vertrauenswerte für diese Sicherheitskräfte zeigen das aus. Denn nur, wie gesagt, weil es eine kleine Minderheit in diesem Land gibt, die nämlich Gewalt gegen Sicherheitskräfte durchführt, ist dieses Gesetz möglich. Und ich denke, deswegen ist vor allen Dingen auch noch die Prävention in allen Bereichen notwendig. Und wir dürfen unsere Anstrengungen hier nicht ruhen lassen. Ich freue mich deswegen auf die entsprechenden Gesetzesberatungen und dass wir diese zügig und erfolgreich abschließen. Vielen Dank. Ich schließe die